Dran versteckte Funktionen. Teil 7: Objekte verschmelzen, subtrahieren und schneiden. Die Videoserie in 7 Teilen zeigt versteckte Funktionen in Dran und wie diese angewandt werden unter Version 5.2. Grundlage dieser Videoserie ist das Vortragsvideo von Armin Legrand unter. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Dran. Wir öffnen die bestehende Arbeitsdatei dranobjekte.odg. Wir klicken auf die Folie 9. In der Symbolleiste Zeichnung wählen wir bei Standardformen den Kreis aus und zeichnen ihn. Wir wählen das Symbol Parallelogramm aus und zeichnen ein Parallelogramm. Wir schieben das Parallelogramm teilweise über den Kreis und markieren Kreis und Parallelogramm. Nun wählen wir im Hauptmenü Ändern Formen verschmelzen aus. Kreis und Parallelogramm sind nun zu einer neuen Form verschmolzen. Wir zeichnen ein Rechteck und einen Kreis. Wir legen den Kreis über das Rechteck. Nun wählen wir im Hauptmenü Ändern Formen subtrahieren aus. Das wiederholen wir mit den nachfolgenden Formen. Wir wählen das große Rechteck und den linken Kreis aus. Nun wählen wir im Hauptmenü Ändern Formen schneiden aus. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter.